sind deutsche Konzerne eine leichte Übernahmebeute für ausländische Investoren. Das befürchtet zumindest die deutsche Bundesregierung und will sich mit allen Mitteln dagegen stemmen. Und damit herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Zugeschaltet aus Frankfurt ist nun Robert Halber von der Baader Bank. Herr Halber, müssen wir denn wirklich befürchten, dass irgendwelche Investoren oder Hedgefonds Jagd auf deutsche Konzerne machen? Ja, genau das müssten wir befürchten, denn erstens haben sie sehr viel Geld, auch die Vermögensverwalter, die Staatskonzerne. Und natürlich geht es auch darum, dass man Industrie-Know-how möglichst günstig abgreift. Es geht ja auch darum, jetzt Marktanteile zu gewinnen für sich. Das ist ja Raubtierkapitalismus, also die Konkurrenz durch Übernahme sozusagen kaputt zu machen, strategische Beteiligung einzugehen und dann dieses Know-how mitnimmt, zum Beispiel Richtung China an Staatskonzerne. Und das muss verhindert werden. Das ist unsere Basis, um hier auch wieder durchstarten zu können nach Corona. Von daher müssen wir hier seitens des Staates einen Riegel vorschieben. Ja, woher kommen denn diese Raubtiere? Kommen die nur aus Asien oder sind da vielleicht auch welche aus den USA dabei? Sind das Hedgefonds, sind das Vermögensverwalter? Wer steckt dahinter? Wir haben die Region genannt, Amerika und Asien. Zuerst Amerika, ganz klar, die Vermögensverwalter. Nehmen wir mal einen Warren Buffett, der sitzt auf sehr viel Cash-Liquidität, hat noch im letzten Jahr gesagt, ich finde nichts mehr zu vernünftigen Preisen. Er ist ein Value-Investor, möchte günstig einkaufen. Die Preise hat er jetzt, gerade auch in Deutschland, mit seinen starken Value-Substanzwerten aus der Industrielandschaft. Auch die Vermögensverwalter natürlich, die natürlich wir jetzt Kohle machen wollen, nachdem wir jetzt sicherlich der Beginn des Jahres und gerade im März nicht positiv waren. Und natürlich jetzt Asien, zweitens natürlich die Chinesen, Staatskonzerne, die auf Geheiß ihrer Regierungen gesagt bekommen, seht mal zu, dass er in Europa, in Amerika, aber vor allen Dingen in Deutschland zukauft. Da gibt es massive Industriepatente, nicht nur die großen Firmen, wo man einsteigen kann, strategisch mit großen Beteiligungen, sondern eben auch im IT-Bereich. Es gibt ja auch bei uns eine Wirecard, eine Software AG, eine SAP, die sehr günstig zu bekommen sind, unter Buchwert. Das heißt, Eigenkapital minus Verbindlichkeiten heißt, ich bekomme hier ein Schnäppchen und sobald die Corona-Krise vorbei ist, werden diese Titel natürlich dramatisch ansteigen. Man hat Geld gewonnen, seitens der Staatskonzerne und sitzt quasi die Made im Speck im deutschen Industriegürtel. Und da sind ja noch andere bekannte Namen dabei, die unter dem Buchwert sind. Also da werden ja gehandelt, zum Beispiel Daimler, die Lufthansa, auch die Deutsche Bank. Das sind ja wirklich die großen Konzerne. Ja, definitiv. Gerade im DAX-Konzern, im DAX-Umfeld haben wir massive Konzerne, viele massive Konzerne, große Konzerne, die deutlich unterbewertet sind. Da kann man dann schon mal zuschlagen. Und die Preise sind ja heute nicht mehr so, dass man Hilfe schreien müsste. Geld ist ja genügend da. Sie bekommen ja weltweit jede Liquidität. Wir schwimmen ja in Liquidität. Wenn man nun mal auf die Geldpolitik sieht, gerade auch die chinesische Notenbank hat natürlich massiv Geld in die Märkte gepumpt. Damit natürlich auch diese Staatskonzerne diese günstigen Schnäppchenpreise in Deutschland als Gnu, als Antilope den Löwen vorzuwerfen, die so nur zuzugreifen müssen. Also hier muss definitiv vom Staat von Berlin etwas gemacht werden. Wenn das jetzt also Schnäppchenpreise für die großen Investoren sind, ist das auch was für die Kleinanleger? Sollte ich also gerade in diese Konzerne auch selber reingehen? Ja, natürlich ist Corona vorbei oder würde man Lockerungen des Shutdowns sehen. Wenn natürlich die Werte vor allen Dingen nach oben gehen, die von der Corona-Krise dramatisch betroffen waren. Das sind die Industriewerte, weil man Angst vor einer weltweiten Rezession hat. Die ist ja auch berechtigt, wird ja auch kommen, aber wir wissen ja auch, dass jetzt alle Maßnahmen, die getroffen worden sind, geldpolitische Maßnahmen, kulturpolitische Maßnahmen auch dazu führen werden, dass diese Werte massiv wieder zugewinnen werden. Das ist ja ganz klar. Also sollte auch der Anleger hier das Auge sehr stark aufmachen und sagen, wo kann man hier vorsichtig reingehen. Dazu kann man gerne auch einen Fonds, einen ETF nehmen. Aber gerade die deutschen Werte mit ihrem Value-Charakter, mit ihrem Industriecharakter, natürlich diejenigen, die am ehesten wieder aus dieser Malaise rauskommen. Sagt Robert Halber von der Baader Bank. Danke Ihnen für diese Einschätzungen und alles Gute. Ihnen auch, danke.